Hey, yo, Leute, Mr. German Like to Yes. Und heute haben wir ein Battle zwischen Premier League 2024 Packs und zwischen Adrenalini 2024 Packs. Ja, wir gucken, wer besser ist. Aber bitte guckt das Video von Anfang bis zum Ende. Lasst ein Like, ein Abo. Und ich hoffe, dir wird das Video gefallen. Und wir fangen an. Okay, ich lege jetzt die Adrenalini Packs so hin. Oder am besten so. Es kann auch ein Unentschieden ausgehen, habe ich extra gemacht, damit wir gucken, ob es gleichberechtigt ist. Wir fangen mit den Premier League Packs an. Los geht's. Okay, okay. Das Pack ist offen. Und wir fangen an mit Philips 84. Da Silva, 82. 83er Wester. Chester. Crystal Palace. Und dahinter eine 90er Diego Carlos Karte. Eine 90er Diego Carlos Karte könnte viel besser sein, muss ich ehrlich sagen. Aber nehmen wir mit. Adrenalini-Pack, glaube ich, könnte sogar jetzt locker den Punkt machen. Okay. Zack. Es ist offen. Dieses Pack. Und so. Okay. Frenkie de Jong mit 86. Guter Start. 86er Alvarez. 81. Bar. Und dahinter Marquinhos mit einer 95. Mit einer 95. Und noch einmal dahinter Salah und Diaz. 87. Und die letzte Karte mit einer 75. Eine 85er Marquinhos-Karte oder eine 90er Carlos-Karte. Eindeutig Marquinhos mit 95. 1-0 für die Adrenalini 24. Seite. Seite. Und jetzt machen wir das nächste Pack von Premier League 2024 auf. Immer zwei Special-Karten. Okay. Oh. Pickford mit 86 Reflexen. Van Dijk mit 90. Van Dijk's Look hier, 81. Kiera mit 83. Gute Karte. Dahinter 89er Maurice. Und danach Chilwell mit 87. Diesmal haben wir eine 89er. Eine 90er Van Dijk-Karte. Wird Van Dijk den Gegner von Adrenalini schlagen? Okay, okay. Also, jetzt könnte eigentlich Adrenalini wieder einen Punkt holen. Wenn nicht, dann wird es peinlich sein. Ja. 75, 84 und Mounianyo mit einer 98. Dahinter Antoine Griezmann mit einer 93, auch wieder besser. Lautaro Martinez mit einer 87 und Giroud mit einer 88, sehr, sehr guter Spieler. Mounianyo mit einer 98 gegen Van Dijk 90. Mounianyo gewinnt. 2-0 für die normale Adrenalini-Seite.
Ey, Premier League muss jetzt aufholen, wenn sie jetzt eine schlechtere als 90 kriegen. Weiß ich auch nicht, das ist dann schlechter als schlecht. Okay. Zack. Okay, 82er. McGinn. Hugo Lloris mit einer 87. Gute Karte. Diallo 83. Fabinho 82. Und Thiago Silva Eis. 92. 98er. Topkeeper. Ederson. Jetzt wird es sehr, sehr schwer für Adrenalin 24, das zu toppen. Aber es gibt natürlich immer alles. Jetzt kommt auf einmal eine 99er Karte, habe ich das Gefühl. Sag mir nur mein Gefühl, ja? So, offen. Zack. Okay. 79er Lemar. 87er Konate. Danach Musa. Dahinter Joshua Kimmich mit einer 93. Aber nicht besser als 98. Und Kadedi auch nicht. Dahinter das Duo Mbappé Neymar mit einer 90. Mit einer 90. Boah, krasses Duo. Kimmich ist aber der Beste. Und da kommt der erste Punkt an die Premier League. Denn 98 sind besser als... Wie viel waren das hier? 93. Letztes Pack. Wenn Adrenalin gewinnt, haben die richtig krass gewonnen. Und Premier League dann unentschieden. Also Premier League muss jetzt wirklich alles tun, um noch zu gewinnen. Zack. Okay, wen haben wir hier? Nunes. 83 dahinter. 83er Monate. Suchek 82. Webster 83. Chester 81. 91er Jorginho. Oh, das ist schon. Kann man toppen, aber auch nicht. Eine 91er. Ja, jetzt. Ich glaube, Adrenalini 24. Wird das schlagen, aber werden wir jetzt nochmal gucken. Okay. Man darf ja nicht zu früh urteilen. Okay. Hä? Okay. 86er Christiansen. 82er Henderson. Pires. Dahinter 89er Kimpembe. Oh. 88er Toni Kroos. Und dahinter ein 87er Eriksen. Und niemand ist besser als Jorginho. Was? Wie geht es? Die waren 2-0 in Führung. Premier League macht 2-2 Ausgleich. Und das war's mit dem Video auf Kanal. Mr. German, liked, abonniert. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und guckt bitte ein paar andere Videos von mir an. Lasst ein Abo da und einfach ein Unentschieden wie. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.